Moin Moin, ich bin Jonas, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über die App Whiteboard. Whiteboard funktioniert als App genauso wie der Name es sagt. Genau wie das Whiteboard, was ihr aus euren Konferenzräumen kennt, sofern ihr euch an diese noch erinnert, denn vor der Pandemie waren wir ja häufiger mal in diesen Räumen. Das Whiteboard funktioniert genau wie in eurem Konferenzraum. Ihr könnt darauf schreiben, sowohl mit dem Stift, das heißt dem digitalen Stift auf eurem Touch-Device, als auch mit der Maus oder auch der Tastatur. Außerdem habt ihr noch verschiedene andere Funktionen in dem Whiteboard, die ganz praktisch und hilfreich sind. Vor allen Dingen die Whiteboard-App außerhalb von Teams und außerhalb des Browsers bietet noch ein paar zusätzliche Funktionen, die ihr so aktuell in der Webversion nicht habt, die ich sehr, sehr praktisch finde. Welche das sind, das zeige ich euch jetzt. Also, wir starten mal in Microsoft Teams direkt, weil das vermutlich der Ort ist, wo ihr am häufigsten ein Whiteboard findet. Ihr kennt oben in einem Team die Leiste mit den verschiedenen Optionen, Beitrag, wo ihr euren Chat findet, Dateien, Wiki, und aus meinen anderen Videos vielleicht schon den Punkt YouTube-Produktion, was ein Planner ist. Und hier auch schon das Element YouTube Whiteboard. Ich habe schon mal testweise in dieses Teams eins eingefügt. Wir schauen da jetzt mal rein. Und wie man ein neues anlegt, zeige ich euch in einem kleinen Augenblick. Wir gehen dafür jetzt aber erstmal in den Punkt YouTube Whiteboard. So, ihr seht, wir haben jetzt hier ein weißes Feld geladen, in dem ganz offensichtlich etwas aufgeschrieben wurde. Mit der Maus oder mit einem Stift. Das Ganze funktioniert wie ein Whiteboard, was ihr aus Konferenzräumen kennt. Ihr könnt euch das hier jetzt anschauen. Ihr könnt rein- und rauszoomen und dann entsprechend vielleicht weitere Notizen machen. Ihr habt hier oben die verschiedenen Stiftfarben, zwischen denen ihr auswählen könnt, ein Radiergummi und die Möglichkeit, einen Text hinzuzufügen oder eine Notiz anzufügen. In diesem Fall sehen wir, wir haben hier schon drei Punkte mit der Überschrift Themen und dann die zwei Unterpunkte Office 365 und Azure, unter denen gewisse Dinge aufgelistet sind. Ihr seht, wir können jetzt hier oben zwischen verschiedenen Stiften auswählen. Wir wählen mal den schwarzen Stift, weil wir hier einen neuen Punkt hinzufügen wollen. Dann können wir jetzt einfach darauf losschreiben. In dem Fall mache ich das gerade mit meiner Maus, was am PC natürlich immer ein bisschen anstrengender ist. Aber jetzt habe ich hier noch den Punkt Planner hinzugefügt. Ihr könnt zwischen verschiedenen Stiftfarben hier oben auswählen und habt außerdem noch die Möglichkeit, das Radiergummi auszuwählen. Ein Textfeld hinzuzufügen, was dann so aussieht, indem ihr jetzt tatsächlich auch Text mit der Tastatur eingeben könnt und diesen hier verschieben, größer und kleiner machen und ähnliches. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, ein Notizfeld anzufügen. Das sieht dann so aus. Auch hier könnt ihr über die Tastatur Text eingeben, die Farbe ändern, den Text wieder bearbeiten oder das Feld auch löschen. Wir sehen jetzt hier das Wort Teams, er erkennt es automatisch, dass das ein Wort ist, hat er auch gleich blau umrandet. In dem Fall habe ich das A vergessen beim Eintragen und mit dem Radiergummi könnte ich hier jetzt hingehen und das M und das S entfernen und mit dem Stift den Begriff neu schreiben. Wenn ihr hier oben das File-Menü auswählt, seht ihr, dass gewisse Elemente auch direkt erkannt werden als ein Objekt. Ihr habt es eben bei Teams gesehen, dort wo die Wörter als ein Objekt erkannt werden, wird ein blauer Rahmen drumherum gemacht. Ihr seht es hier bei Planner. Ihr könnt das jetzt auswählen, die Maustaste gedrückt halten und diesen Planner beispielsweise auch verschieben, wenn ihr das wollt. Das funktioniert immer mit den Dingen, die das Whiteboard automatisch als einen Begriff erkennt. In diesem Fall erkennt er sogar den ganzen Block und ihr könntet diesen jetzt verschieben. So sieht das Whiteboard dann aus, wenn ihr es in einem Teams bzw. einem Kanal bei euch erstellt habt und dort mit dem Team arbeitet. Ihr könntet jetzt hier natürlich auch zusammen mit anderen Kollegen dran arbeiten. Das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn ihr ein Whiteboard in einem Teams-Chat erstellt. In einem Teams-Chat gibt es ebenfalls die Möglichkeit, über Inhalte freigeben, ein Whiteboard zu erzeugen. Dieses Whiteboard sieht dann genauso aus und hat die gleichen Funktionen, wird nur in eurem Teams-Meeting abgespeichert, im Gegensatz zu dem entsprechenden Kanal. Wenn wir jetzt sagen, wir brauchen für diesen Kanal noch ein zweites Whiteboard, dann zeige ich euch jetzt, wie ihr ein neues Whiteboard anlegt. Das ist relativ einfach. Ihr geht hier oben auf das Plus, dann bekommt ihr das bekannte Menü zum Hinzufügen einer Registerkarte. Dort wählt ihr Whiteboard aus. Ihr könnt dem Whiteboard dann einen Namen geben. Wir lassen das jetzt einfach mal bei Whiteboard speichern und ihr seht, es wird automatisch ein neues Whiteboard erstellt, was dann leer ist und auch in eurem Teams-Kanal zur Verfügung steht. Das heißt, ihr könnt auch in einem Kanal mehrere Whiteboards haben, was in der Tat sehr praktisch ist. Das Whiteboard ist so schon recht praktisch, wie es hier in Teams ist. Es ist hilfreich in Meetings oder auch allgemein in der Zusammenarbeit mit Kollegen.
Gerade auch wenn man Raumsysteme mit einem Surface Hub oder ähnliches benutzt, könnt ihr dieses Whiteboard auch auf einem Surface Hub öffnen und dann in einem Konferenzraum digital mit anderen Leuten, die vielleicht an einem anderen Standort sitzen, zusammenarbeiten. Vorausgesetzt, die Pandemie lässt das natürlich zu. Hier oben rechts in der Ecke habt ihr jetzt noch zwei Optionen. Das ist zum einen das Zahnrad, unter dem ihr Einstellungen findet. Hier könnt ihr ein Whiteboard als PNG-Datei, das heißt als Bild, exportieren. Ihr könnt hier festlegen, ob andere Teilnehmer dieses Whiteboard ebenfalls bearbeiten dürfen. Ansonsten haben standardmäßig die Nutzer des Teams auch die Rechte, hier zu arbeiten. Das könntet ihr hier einschränken. Und dann habt ihr hier noch weitere Standardmenüoptionen. Als zweiten Punkt hier oben habt ihr den Punkt In-App öffnen. Das heißt nicht wie hier über den Browser oder über den Teams-Client. Und wie die aussieht, zeige ich euch jetzt. So, ich habe hier mal die Whiteboard-App bei mir geöffnet. Ihr seht, mir werden schon verschiedene Whiteboards vorgeschlagen, in die ich jetzt reinspringen kann. Das sind Whiteboards, auf denen ich Berechtigungen habe, beziehungsweise die entweder an einem Meeting hängen, in dem ich teilgenommen habe, oder in einem Teams-Kanal sind, an dem ich ebenfalls Berechtigungen habe. Ihr könntet hier jetzt reinspringen oder auch hierüber ein neues Whiteboard erstellen. Wir erstellen mal ein neues und ich zeige euch ein paar Funktionen, die es ausschließlich in der Whiteboard-App gibt und die ich ziemlich praktisch finde. So sieht das Whiteboard dann aus, wenn ich ein neues erstellt habe. Vollkommen überraschend, es ist schlicht weiß. Der Unterschied, den ihr hier schon seht, ist, die Menüleiste ist unten und sieht auch ein wenig anders aus als die in Teams. Zum einen habt ihr hier die Funktion rückgängig und wiederholen. Ihr kennt das als Steuerung Z in den anderen Office-Produkten, wenn ihr mal eine falsche Aktion gemacht habt, die ihr zurücknehmen wollt. Die gibt es leider nicht, diese Funktion, aktuell in der Teams-Integration. Von daher hier ganz praktisch. Außerdem habt ihr hier das Einfügen-Menü, über das ihr verschiedene Elemente oder etwas aus eurer Zwischenablage einfügen könnt oder auch PDF, Word und PowerPoint-Dateien hier in einem Whiteboard mit ablegen könnt. Links daneben findet ihr das Bildsymbol. Hier könnt ihr aus einer Bilderbibliothek, aus der Bing-Bildersuche oder von eurer Kamera direkt ein Bild in euer Whiteboard importieren, um beispielsweise darauf weiterzuarbeiten oder als Grafik, in die ihr reinschreiben wollt. Kann natürlich auch ganz praktisch sein, gerade wenn man vielleicht eine grundlegende Grafik hat, auf der man aufbauen möchte und nicht komplett von neuem anfängt, alles aufzuzeichnen. Links daneben findet ihr den Punkt Notiz hinzufügen, den kennt ihr schon aus der Whiteboard-App in Teams. Daneben, ebenfalls bekannt aus der Whiteboard-App in Teams, den Punkt Text hinzufügen. Auch hier könnt ihr wieder ein für die Tastatur optimiertes Texteingabefeld aussuchen. Und auf der ganz linken Seite den Freihandmodus. Hier, wenn ihr da draufklickt, bekommt ihr dann diese euch bekannte Leiste. Auch die hat ein paar Funktionen mehr als die in Teams. Zum einen habt ihr den Stift, ich denke, das ist klar. Ihr habt dann hier noch zwei unterschiedliche zusätzliche Stiftfarben, einmal als Regenbogen- und Galaxiemodus für die künstlerisch Wertvollen von euch. Dann habt ihr einen Textmarker, auch das kann sehr hilfreich sein, gerade wenn ihr beispielsweise, wie eben als Beispiel genannt, ein Bild importiert habt oder eine Grafik, auf der ihr jetzt etwas markieren wollt, ist das mit dem Textmarker natürlich sehr praktisch. Das Radiergummi, außerdem habt ihr hier ein Lineal, mit dem ihr jetzt Linien oder ähnliches einzeichnen könnt, um besonders genaue Zeichnungen in eurem Whiteboard bzw. auf eurem Whiteboard abzulegen. Dann gibt es als letztes noch das Lasso-Tool. Was das kann, ist wahrscheinlich klar und wie es funktioniert, zeige ich euch in einem kleinen Moment, wenn wir ein bisschen Inhalt auf dem Whiteboard haben. Ich habe jetzt hier mal reingeschrieben Office 365 und Azure, um euch das Lasso zu zeigen. Ihr könnt jetzt mit dem Lasso diesen Text auswählen und ihr seht, es wird ein Rahmen drumherum gezogen und er erkennt automatisch die unterschiedlichen Blöcke. Hier habt ihr jetzt noch verschiedene Kontextmenüoptionen. Zum einen die Freihandverschönerung, die ich sehr praktisch finde. Wenn ihr diese verwendet, wird aus dem etwas krakeligen Mausschriftzug automatisch von der Whiteboard-App ein lesbarer Schriftzug gemacht. Wenn wir das Objekt nochmal markieren, sehen wir hier, wir haben außerdem die Freihand-Farbauswahl. Das heißt, ihr könnt jetzt nachträglich auch noch die Farbe eures Blockes, den ihr hier geschrieben habt, verändern. Ihr habt die Kopieren-Option für die Zwischenablage, Löschen und im Drei-Punkte-Menü noch die Option Ausschneiden und Alternativtext. Außerdem könnt ihr mit dem Lasso dieses Element jetzt auch größer und kleiner schieben, drehen oder auch generell im Whiteboard hin und her verschieben. Dann möchte ich euch jetzt noch zeigen, welche Optionen ihr oben im Menü findet. Dort habt ihr verschiedene Einstellungsoptionen, zum einen den aktiven Stift. Hier könnt ihr auswählen, wenn ihr mit einem Stift-Device schreibt, dass das Whiteboard dafür optimiert ist und es automatisch erkennt und in diese schöne Form bringt.
Wir aktivieren die Freihandformen-Option jetzt mal und dann zeige ich euch, wie das aussieht, wenn ihr beispielsweise eine Form aufzeichnet, wie ein Viereck. Das Whiteboard, ihr habt es gesehen an den Kanten, konvertiert das automatisch in ein Objekt. Das gleiche funktioniert auch mit Dreiecken, Kreisen oder anderen Elementen, die ihr hier malt. Wenn ihr diese Elemente jetzt gemalt habt, werden die automatisch zu Objekten und ihr könnt sie mit dem Lasso einfangen, größer und kleiner machen und auch hier wieder über die Kontextoption die Elemente ausschneiden, kopieren oder löschen. Dann gibt es noch die Option Freihand in Tabelle. Hiermit könnt ihr freihändig gezeichnete Tabellen automatisch von Whiteboard erkennen lassen, ähnlich wie gerade mit den Objekten gezeigt. Und ihr habt den Punkt Objektausrichtung, mit dem ihr quasi, wenn ihr ihn aktiviert, ein Objekt auswählen könnt. Und über diese Funktion, ihr seht die blauen Linien jetzt, die kennt ihr beispielsweise aus PowerPoint, könnt ihr die Objekte entsprechend justieren und die Objekte quasi auf eine Linie oder auch auf eine Größe bringen. Die weiteren Optionen, die ihr oben im Menü habt, ist zum einen das Exportieren. Auch hier wieder könnt ihr ein Whiteboard in eine Bilddatei exportieren. Ihr könnt das Whiteboard jetzt direkt in einen Teams-Kanal oder in einen Team-Chat posten von hier aus. Ihr könnt das Whiteboard als Bilddatei per E-Mail verschicken, dann öffnet sich Outlook. Hier habt ihr noch verschiedene andere Optionen, zum Beispiel den Hintergrund zu formatieren. Hier gibt es beispielsweise das Menü Quadrat- oder Millimeterpapier auszuwählen. Und auch die Farbe könnt ihr hier gemäß euren Wünschen oder Bedürfnissen anpassen. Bei dem Punkt Symbolleistenposition könnt ihr festlegen, wo ihr die Symbolleiste finden möchtet. Auf der rechten Seite, auf der linken Seite, unten sind die drei Optionen, die es hier gibt. Dann gibt es als letzten Punkt noch den Punkt, den Zeichenbereich zu löschen. Hier könnt ihr den Inhalt komplett löschen. Ihr habt es gesehen, aber über den Pfeil unten könnt ihr das Ganze auch wieder rückgängig machen. Als letztes möchte ich euch dann noch den Punkt hier oben zeigen. Hier könnt ihr über dieses kleine Plus weitere Personen zu diesem Whiteboard einladen. Denn in diesem Whiteboard ist, wenn ihr es über die App anlegt, erstmal niemand berechtigt, außer ihr selber. Oder ihr teilt es natürlich in einem Teams oder ladet hier andere Personen ein. Ansonsten bleibt das Whiteboard erstmal nur für euch vorbehalten. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das ist die Whiteboard-App, die ich gerade in der digitalen Zusammenarbeit ziemlich praktisch finde und die gerade für kreative Anwendungsfälle und kreative Meetings doch eine sehr praktische Option ist und deutlich angenehmer als irgendwie in einer Word-Datei oder im OneNote mitzuschreiben. Gerade wenn man auch viel kreative Arbeit macht, Brainstorming oder Design Thinking Workshops durchführt, ist es ganz praktisch, sich mit der Whiteboard-App zu behelfen und funktioniert deutlich besser, als wenn man den Bildschirm teilt und alle zusammen in eine Word-Datei oder Excel schreiben. Die Whiteboard-App steht euch in allen Office-Plänen zur Verfügung und sollte als Standard-App bei jedem von euch sichtbar sein. Ihr könnt mit der App außerdem auch auf euren mobilen Endgeräten arbeiten, weil diese sich nahtlos in Teams integriert oder auch als native App für Android oder iOS zur Verfügung steht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, teilt das Video oder den Kanal, schaut auch mal auf dem Kanal vorbei. Hier gibt es noch eine ganze Menge andere nützliche Videos rund um Office 365, Produkte und Tools, sowie die unterschiedlichen Apps. Außerdem gibt es auch noch weitere Tutorials rund um die Office 365-Plattform, in denen ich euch erkläre, wie die einzelnen Apps funktionieren und welche Anwendungsfälle ihr damit realisieren könnt. Also, danke fürs Zuschauen, das Abonnieren nicht vergessen und wie immer, macht es gut, bleibt gesund und tschö mit Ö.